Mut zur Persönlichkeit. Der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und hier seid ihr genau richtig, wenn ihr euch eine weitere Portion Mut zur Persönlichkeit abholen möchtet. Ich bin Shirin De Bruyne und habe den Podcast Ende Juni 2021 gestartet und zwar mit dem Ziel, in 100 Wochen mit 100 mutigen Köpfen zu sprechen. Warum? Weil Menschen so viel von Menschen lernen können und wir alle etwas mehr Mut gebrauchen können, vor allem auch im Business. Und da Persönlichkeit aus meiner Sicht und auch professionellen Erfahrung das größte Alleinstellungsmerkmal ist, finde ich es ganz großartig, dass ihr euch auch dazu in meinen Folgen Inspiration holt. Und das tue ich nämlich nicht alleine hier im Podcast, denn auch heute habe ich wieder einen Gast an Bord, der nicht nur privat, sondern auch beruflich echten Sportsgeist zeigt. Vor allem Startups und Gründungsinteressierte werden ganz gespannt aufhorchen, wenn sie wissen, um wen es sich handelt. Er ist seit rund 18 Jahren in der VC-Szene oder Venture-Capital-Szene unterwegs und Managing-Partner bei Capnemic Ventures aus Köln. Und nicht nur das, als Experte für Frühphasen-Investments wurde er schon vor 10 Jahren, genauer gesagt im Jahr 2011, durch das Gründermagazin Gründerszene zum Investor des Jahrzehnts gekürt. Jörg hat auch als Gründungspartner und Geschäftsführer von Dumont Venture das Beteiligungsgeschäft der Dumont Mediengruppe aufgebaut und dabei auch eben wesentlich zur Digitalstrategie des Medienhauses beigetragen. Jörg ist, und so kenne ich ihn auch, seit 2008 Entrepreneur aus Leidenschaft. Er liebt den Sport und was er ganz vor allem liebt, ist nicht nur seine Hündin, sondern auch den ersten FC Köln, den er ganz gleich, ob sie jetzt auf- oder absteigen, immer unterstützt. Wir wollen noch mehr von dir und von deiner Persönlichkeit wissen. Herzlich willkommen, Jörg Binnenbrücker. Hallo Katrin, schön, dass du mit mir sprechen möchtest. Ja, ich freue mich sehr. Man liest ja und hört überall was von dir und es geht immer über Investments. Lass uns doch mal mehr über deine Persönlichkeit sprechen, weil jetzt haben wir die einzigartige Chance, dich mal da so kennenzulernen. Da kommt dann so die Einstiegsfrage. Welche drei Hashtags charakterisieren dich denn? Ich habe ja den Hashtag Dealmaker auf meinen Turnschuhen, der würde natürlich sehr nahe liegen, ist aber ein bisschen zu einfach. Dann zielst du da auf was anderes ab. Wenn ich mir dann drei Hashtags überlegen müsste, dann würde ich wahrscheinlich anfangen mit dem Hashtag Kölsche Jung, weil hier bin ich geboren. Man sieht es, in Nippes geboren, im Agnesviertel aufgewachsen. Immer eine starke Bindung zu der Stadt gehabt. Wie du gesagt hast, der Fußballclub ist mir sehr nah. Aber auch andere Themen sind mir nahe. Also ich bin Bestandteil der Kölschen Freunde. Wir nennen uns der soziale Pulsschlag der Stadt und helfen den Kindern der Stadt, denen es nicht so gut geht, mit einigen Projekten. Satt statt schlau oder satt und schlau heißt das nicht Stadt. Satt und schlau, wo wir halt so über Mittagsbetreuung machen, Hausaufgabenbetreuung. Das liegt mir am Herzen, dass die Stadt hier gut funktioniert. Die funktioniert ja nicht immer. Und überall, sage ich mal, so gut, aber da ein bisschen was zurückzugeben, ist mir wichtig. Also Kölsche Jung, außerdem natürlich das Lied von Brings, ich bin eine Kölsche Jung, auswendig im Karneval. Karneval liebst du natürlich auch, ja. Außerhalb Karnevals mit, Karneval liebe ich auch. Also das wäre der erste Hashtag. Der zweite wäre wahrscheinlich Jongleur, weil mein Beruf und mein Wesen bringt es mit, dass ich ständig viele Bälle in der Luft habe. Und ich muss aufpassen, dass nicht zu viele runterfallen, damit das Publikum weiter klatscht. Das ist auf der einen Seite natürlich herausfordernd, auf der anderen Seite hat es dazu geführt, dass ich mir eigentlich gar nichts anderes mehr vorstellen kann, als das zu tun, was ich heute tue. Nämlich sich mit unglaublich vielen interessanten Menschen und Themen ständig zu beschäftigen und ständig neue Herausforderungen zu haben. Und deswegen ist Langeweile sehr, sehr schwierig für mich. Ja? Kann ich schwer mit umgehen. Kriege ich aber auch eigentlich nicht, weil irgendein Ball ist halt ständig in der Luft. Und der dritte Hashtag, würde ich sagen, ist immer weiter, weil Unternehmertum, Startups kennen das, es ist eine Achterbahnfahrt, man fällt hin, man hat was, was nicht so gut funktioniert, man muss weitermachen. Und das war mein ganzes Leben so. Ich habe sehr früh mit dem Leistungssport angefangen und ohne Disziplin und diese Herangehensweise immer weiter frustriert das einen auch recht schnell. Und das habe ich mir eigentlich als Credo genommen, dass es immer weitergeht. Der Kölner würde sagen, immer bigger. Das wären die drei Hashtags, die ich für mich aussuchen würde. Und was hast du für einen Leistungssport gemacht? Das wusste ich ja noch gar nicht.
Tja, dafür sind ja diese Podcasts da, um das zu. Ja, erzähl mal. Aber dann hast du dich auch schlecht vorbereitet, weil der ein oder andere Podcast hat das auch schon mal aufgenommen. Naja, ich habe Tennis gespielt und Basketball. Ja. Ah ja, okay. Und was mochtest du lieber, beides oder war eins zu deinem? Ich habe angefangen und habe dann Basketball angefangen, dann war ich in Amerika und so weiter und so fort. Und dann hat mich der Sport eigentlich mehr begeistert, hat dann aber auch dazu geführt, dass ich mich recht früh sehr stark verletzt habe und dann das nicht mehr so betreiben konnte, wie ich das wollte. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich habe es im Griff. Du sag mal, du bist ja nicht alleine, sondern du hast ja auch deine liebe Hündin DJ. Die ist ja auch gerade schon so ein bisschen im Bild gewesen, ne? Sag mal, welche Hashtags charakterisieren denn deine Hündin DJ? Du bist ja sogar auf dem Teamfoto, also auf deinem Porträtfoto auf der Webseite ja mit deiner Hündin zu sehen. Also ihr seid da echt ein Dreamteam, würde ich sagen. Dann kannst du das ja bestimmt auch mal beschreiben. Ja, sie heißt TJ, nicht DJ. Also mein Vater sagt auch immer DJ, aber sie heißt TJ, steht für Tyler Johanna. Tyler Johanna von Schelone, meine adlige Begleiterin im Toll. Alltag. Das ist einfach mit den Hashtags. Da würde ich sagen, Hashtag bedingungslos, Hashtag loyal, Hashtag Partner in Crime. Ja, die begleitet mich überall, sogar auf Panels, auf Bühnen, die ist Stage erprobt. Bleibt immer cool und ruhig und gibt natürlich sehr viel Sympathie für mich durch sie, da bin ich ihr immer dankbar. Keiner denkt, dass ich jemandem Haar krümmen könnte, wenn ich mit so einem kleinen Hund durch die Stadt oder auf Bühnen laufe. Ja, und hätte ja auch nicht gedacht, dass ich so einen Bezug mal zu einem Hund oder irgendeinem Tier aufbauen kann, aber es ist, ist mein Mädchen. Toll, schön. Ja, und sag mal, mit den Hashtags, da bist du jetzt so der Vollprofi, weil du hast ja auch schon so ein bisschen gesagt, du hast einen Hashtag auf deinem Schuh, nämlich Dealmaker. Und das kommt ja davon, dass du ja deinen Mitarbeitern hast ja Nike Air Jordans, ne, mit individuellen Hashtags geschenkt sozusagen. Aber welche Hashtags, und sie durften sich ja einen Hashtag aussuchen, der dann auf dem Schuh draufsteht, ne? Welche Hashtags hast du denn so im Team? Welche Persönlichkeiten sind dir da besonders wichtig? Ja, da gibt es Hashtags wie Deep Diver, Teamplayer, Founders First, etc. etc. Das sind eigentlich die Werte, die wir hier mit dem Fund den Unternehmern gegenüber spiegeln wollen. Und da hat jeder so seinen Hashtag abbekommen. Mein Partner, mein ursprünglicher Partner und erster Partner, der Christian Siegel, ist eher der Professor. Der gibt dann Hashtag Professor. Aber die anderen gehen dann schon eher in Richtung der Gründer, mit denen sie arbeiten. Cool. Ja, aber das Team hat allerdings, da muss ich ehrlich sagen, hat Air Force One bekommen und nur ich habe Jordans bekommen, weil, keine Ahnung, das war der erste Schuh und ich habe dann geguckt, wie die Reaktionen sind von denen. Die haben gesagt, es gefällt uns super, aber wir tragen nicht so hohe Schuhe, wir möchten eher flachere Schuhe, deswegen musste ich da meine Modeskills einbringen und gucken, welcher flache Schuh passt denn gut. Und dann ist es fürs Team halt der Air Force One geworden. Ach, was schön. Hör mal. Aber eine coole Sache. Und die werden auch konsequent getragen, ja? Also die. Immer wieder, ja. Also manche Leute kommen hier full swagged ins Office. Es ist schön zu sehen, dass sie das so annehmen, ja. Wir haben auch Rucksäcke von Font of Yours Köln mit Capnemic Logo. Jetzt haben wir natürlich ein Rebranding gemacht mit der Webseite. Jetzt müssen wir schauen, was wir tun. Aber natürlich die alten Sachen mit den alten Logos, die werden ja unfassbar viel wert. Weil die werden ja nicht mehr neu aufgelegt. Das heißt, wer so einen Schuh hat, naja. Ne? Klassiker man jetzt. Man weiß ja, was so mit Sneakern los ist im Trading-Bereich. Vielleicht wird das ja mal eine große Nummer. Sammlerstück jetzt, ne? Genau. Apropos Sammlerstück, du bist garantiert, jetzt ist der Übergang ganz schwierig. Da gibt es keinen möglichen Übergang. Aber was ich fragen wollte ist, du bist natürlich sehr, sehr viel natürlich in Kontakt mit Startups und natürlich wollen die Startups auch immer was von dir, nämlich meistens auch Unterstützung und Kohle. Worauf achtest du denn, wenn du mit Startups ins Gespräch kommst? Also wer kriegt deine Attention? Ja, Typen kriegen meine Attention, die irgendwie das leben, was sie sagen und für das stehen, was sie machen wollen. Und das dann auch noch innerhalb kurzer Zeit an den Mann bringen können, also pitchen können. Das ist enorm wichtig, weil die Aufmerksamkeitsspanne von Investoren ist halt relativ kurz, weil wie gesagt, sehr viel auf einen einprasselt jeden Tag. Und wenn dann jemand herausstechen will, dann muss das halt schon ein Typ sein und man muss sich an ihn erinnern und man muss sich gerne an ihn erinnern. Natürlich braucht es auch eine Marktopportunität, eine Größe des Marktes, eine Größe des Geschäftes, damit das überhaupt ein Modell für uns wird.
Aber am Ende des Tages ist es immer die Entscheidung auf den Gründer oder die Gründer, die man trifft, ob man investiert oder nicht. Und welche Rolle spielt die Persönlichkeit bei dieser Investitionsfrage bei dir? Naja, ich kenne jetzt, wenn ich sage, das müssen Typen sein, dann heißt das eigentlich, müssen echte Persönlichkeiten sein. Mhm. Und die können unterschiedlich ausgeprägt sein. Also was natürlich sehr wichtig ist bei einem Aufbau von einem Startup, ist Führungspersönlichkeit. Mhm. Ja, ein Bestandteil der Persönlichkeit. Was ich auch sehr wichtig finde, ist halt Loyalität, Ausdauer, aber auch eine gewisse Gelassenheit, die man braucht, um halt den harten Zeiten entgegenzustehen und immer wieder auch nach vorne zu blicken. Das sind alles so Bestandteile der Persönlichkeit, die ich versuche irgendwie rauszufinden. Das ist natürlich nicht so einfach, im ersten Gespräch schon mal gar nicht, aber ja, genau. über verschiedene Touchpoints, die wir halt haben, immer wieder, immer wieder. Und auch nicht nur Gespräche zu führen in Bezug auf das Business, ne, wo er sich natürlich Tag und Nacht mit beschäftigt, wo er sich auskennt, wo er seine Antworten natürlich auch parat gelegt hat, sondern auch außerhalb der Komfortzone Fragen zu stellen und Themen anzusprechen, um zu sehen, wie reagiert er denn dann? Was passiert, wenn ich ihn in eine bestimmte Situation schicke? Hast du da mal ein Beispiel? Kannst du da mal was verraten? Ich finde das total spannend. Wie ich das, so, das einfachste Beispiel ist, dass ich natürlich auch immer gerne mit denen was trinken gehe, bevor wir investieren, ihnen dann auch immer wieder Alkohol anbiete. Der eine oder andere greift da auch immer kräftig zu, was nicht schlimm ist, um zu sehen, wie reagiert er denn in einem anderen Aggregatzustand, wenn er vergast ist oder verflüssigt. Was passiert da? Redet er über andere Themen und so weiter und so fort? Das ist ein Thema. Ich wollte eigentlich immer hier bei uns im Konferenzzimmer, wo dann der Management-Pitch stattfindet, irgendwie so Überraschungselemente einbauen während des Pitches, um zu sehen, ob sie sich aus der Ruhe bringen lassen. Oh, gemein. So einen unserer Praktikanten oben auf den Schrank setzen, der dann auf einmal anfängt zu schreien oder so. Wir haben jetzt eine Situation, haben wir aber nicht gemacht, wäre wahrscheinlich auch zu viel des Guten. Aber du sagst es jetzt nur nicht, ne? Man verrät natürlich nicht die Geheimnisse jetzt, ne? Ist klar. Ja. Ich sage natürlich, also der TJ ist ja auch dabei und ich sage natürlich vor dem Pitch, also wenn TJ einmal bellt, dann investieren wir nicht, weil sie so unsere Investmentweise ist und wenn sie bellt, dann kann das nichts geben. Sie hat aber noch nie einmal gebellt in diesem Raum. Sie hat schon sehr viel gebellt, wenn der Postbote kam oder die Teams hier auflaufen und klingeln und dann in ihren Beritt kommen, aber im Management-Meeting bellt sie nicht, das weiß ich natürlich, aber der eine oder andere guckt das schon mal so ein bisschen befangen. Ne? Cool. Sag mal, apropos Management-Pitch, was macht denn für dich einen guten Pitch aus? Also, weiß nicht, so formell gesehen, so lang, kurz, auf den Punkt gebracht, gibt es da irgendwie, weil manche schreiben ja auch Businesspläne auf einem Blatt Papier, manche brauchen 80 Seiten. Was ist da für dich da das Entscheidende? Also es gibt natürlich unterschiedliche Situationen für einen Pitch. Es gibt ja den sogenannten Elevator-Pitch, wo ich in, sage ich mal, 3 Minuten so viel wie möglich rüberbringen muss. Und das ist natürlich hauptsächlich Attention. Mhm. Was ich vielleicht mit starken Kennzahlen erreiche, mit einer Marktgröße und mit einem bestimmten passionierten Auftreten für meine Sache. Wenn ich jetzt hier an das Management-Meeting denke, wo die halt 1,5 Stunden hier sind und sicherlich der Pitch, wenn wir sie nicht unterbrechen würden, was wir ständig tun, 20 bis 30 Minuten dauern würde, dann will ich halt das gut aufgebaut haben. Ich will eine Storyline haben. Ich will eigentlich alle Dinge, die uns wichtig sind, abgedeckt haben und bestmöglich beantwortet. Und ein guter Pitch ist so gut wie die Vorbereitung und die Dokumentation. Das heißt, wir stellen dumme Fragen und der muss eigentlich zu jeder Frage nochmal eine Slide im Gepäck haben, die er vorholen kann und uns zeigen kann dass er eigentlich an alles gedacht hat. Aber wir hatten heute Morgen einen unfassbar guten Pitch von einem Team. Und da hat man gesehen, das hat die Persönlichkeit ausgemacht. Das hat der Junge, der alle haben gemerkt, wie er brennt. Wie er wirklich brennt, aber trotzdem sehr analytisch und ruhig das Thema platziert hat, zu allen Fragen Antworten hatte und auch die richtigen Nadelstiche gesetzt hat, die uns heiß machen. Ne? Also das ist ja relativ einfach, wie man uns Investoren kriegen kann. Und da wusste der genau, was er tut. Und das hat natürlich viel Spaß gemacht. Ja,
Cool. Man sieht auch richtig, also an alle, die jetzt gerade den Podcast hören, also es gibt ja auch diese Podcasts natürlich auch als YouTube-Video, deswegen ihr müsst eigentlich mal das Gesicht vom Jörg jetzt sehen. Da riecht richtig die Freude im Gesicht statt, ist richtig schön. Und man sieht sein Nippeshirt. Apropos Nippes, und jetzt schaffe ich den Übergang. Ich glaube auch, dein Wurzelgefühl Köln gegenüber ist, glaube ich, auch ein Grund, warum du so selbstbewusst und auch so ein Selbstbewusstsein, glaube ich, auch ausstrahlst, oder? Ich glaube, so dieses Wurzelgefühl, das ist schon was Feines, ne? Oder? Für den Mut? Ja, ich weiß nicht, ob das unbedingt mit der Stadt alleine zu tun hat, sondern ich glaube, das hängt auch damit zu tun, wie du aufwächst, familiär. Wie gesagt, ich war im Sport sehr früh, das war immer ein Mannschaftsgefüge. Ich musste nicht alleine mich überall durchkämpfen, auf dem Platz natürlich dann schon, aber da saß auch jemand auf der Bank, das haben wir zugeguckt. Ich habe mich halt in meinem Leben noch nie wirklich alleine gefühlt. Und das hilft dabei, auch Selbstbewusstsein aufzubauen. In entscheidenden Momenten musst du halt Dinge alleine tun, aber du musst halt die Gewissheit haben, dass da Leute hinter dir stehen, die dich unterstützen, egal ob es klappt oder nicht. Und das gibt dir dann Selbstbewusstsein, weiß ich nicht, aber es gibt dir eine gewisse Sicherheit, ja, und Gelassenheit, Dinge voranzutreiben. Auch ein bisschen verrückt muss man halt auch sein, wenn man Unternehmer ist und wenn man sich dem Risiko ausgibt, dass es vielleicht auch nicht klappt und dass man dem sicheren Geld eines Gehaltes vielleicht entsagt und sagt, okay, komm, ich gehe einen anderen Weg. Aber das, Gott sei Dank, wird das immer mehr und verstärkt und die Leute sehen eine Gründung als echte Alternative, was uns natürlich sehr freut. Das ist unsere Basis für unser Geschäft. Ja. Ja. Was war denn so das Mutigste, was du je gemacht hast? Das Mutigste? Was ich je gemacht habe? Uiuiuiui. Also, du meinst das jetzt grundsätzlich, beruflich? Grundsätzlich. Es muss auch nicht unbedingt was mit dem Business zu tun haben. Kann auch irgendwas sein. Also zum Beispiel bei mir wäre das, eines der mutigsten Sachen war bei mir der Fallschirmsprung, auch wenn da manche drüber lachen. Aber das war für mich so eine Überwindung. Das war super krass. Ja. Nee, also, was bei dir? Also sowas, so Abenteuer und so, das ist für mich jetzt kein Mut, sondern da habe ich Spaß dran. Das empfinde ich nie als Mutprobe. Das habe ich nicht. Oder gibt's noch was, wo du sagst, okay, das will ich unbedingt noch mal machen, aber irgendwie gerade passt noch nicht oder so? Naja, ich will noch ganz viel machen, ne? Ich will noch ganz viele Länder sehen, ich will noch ganz viele gute Unternehmer kennenlernen, ich will noch sehr viel zurückgeben von dem, was ich erlebt habe. Und wie gesagt, jedes Kinderlachen macht mich unfassbar glücklich. Also wir sind gerade dabei, hier so ein Hospiz zu bauen. Wenn uns das gelingt, da genügend Spenden zu sammeln und das umzusetzen, das richtige Objekt zu finden, ich glaube, das macht sehr viel glücklicher als ein Fallschirmsprung oder ein Tauchevent oder eine Reise nach China. Aber da gebe ich dir recht. Aber ich will das alles machen. Ne? Und vor allen Dingen, du hast es ja gesagt, ich bin erst jetzt zu Köln, will ich ja noch nach Mailand. Ne? Also wir müssen uns auf jeden Fall noch einmal für den Europapokal qualifizieren. Und dann, das heißt, es gibt ja so ein Lied eines Tages und dann will ich nach Mailand. Ne? Das ist ein großer Traum. Okay, das kommt dann auf die Bucketlist. Alles klar, ja, da bin schon mal drauf. Da bin ich aber leider nicht alleine für verantwortlich. Nee, klar. Aber die Energie, weißt du, wir senden die Energie raus und dann kommt sie auch wieder zurück. Definitiv. So? Das ist ganz gut. Mit vollem Herz dabei, aus Göschel Jung, ne? So, genau. Du sag mal, wenn du in eine Sache investieren könntest, wo du wüsstest, dass es nicht scheitern kann, was wäre das für eine Sache? Ja, wenn ich wüsste, dass es nicht scheitern kann, das weiß ich ja nicht. Also ich kann jetzt alles Mögliche nennen, wo ich denke, vielleicht scheitert das nicht. Aber wenn ich das wüsste, würde ich den Job hier so nicht mehr machen, sondern würde ich einfach nur noch wetten. also vielleicht eher ein Beispiel, wo ich hätte investieren sollen, weil es nicht scheitern konnte. Aber oder so. Ich eigentlich zu pricey unterwegs war und mir gedacht habe, nee, das ist jetzt mir zu teuer, das mache ich nicht. Das ist so mein berühmtestes Beispiel, das war Auto 1, Gebrauchtwagenmarktplatz. Wo ich hätte vor Gründung oder bei Gründung oder kurz nach Gründung, je nachdem, wie man es sieht, hätte einsteigen können für einen relativ kleinen Taler. Und zwischenzeitlich ist es ja für einen Milliardenbetrag an die Börse gegangen. Das hätte monetär mich schon sehr viel weitergebracht,
Aber für meine Persönlichkeit war es auch gut, dass das so nicht funktioniert hat, sondern dass ich gesehen habe, dass es nicht immer der Geldbetrag ist, der entscheidend ist, ob man Investment macht oder nicht, sondern dass auch viele andere Dinge halt den Erfolg ausmachen. Ne? Mhm. Ja, ich meine, im Endeffekt muss man ja auch mal solche Erfahrungen machen, damit du auch mit einer gewissen Demut an der Sache dran bist. Ne? Ich glaube, wenn man nur Erfolge feiert und nie irgendwo mal sich so zurücklehnt und sagt, okay, hätte ich mal besser aufpassen müssen zum Beispiel. Oder, ne? Also ich meine, es geht ja auch nicht immer nur die Karriereleiter hoch und weiter und höher, schneller, sondern manchmal trifft man ja auch Entscheidungen, weil sie für sich einfach sich richtig anfühlen und vielleicht nicht für alle richtig sind. Ne? Ja, absolut. Ich meine, ich hatte Glück, du brauchst halt bei so einer Karriere auch immer ein bisschen externe Hilfe. Du brauchst Leute, die dich sehen, erkennen oder dein Talent erkennen und dir Möglichkeiten geben und Plattformen geben. Das hatte ich halt, ja. Also Demut habe ich da, glaube ich, genug. Und wir mussten ja hier mit Capnamic, der Christian und ich, am Anfang auch Fundraising machen. Und das war eine ganz andere Zeit. Heute ist es einfach, heute liegt das Geld ja fast auf der Straße. Ist nicht so, aber es ist sehr viel einfacher als damals. Das war eine Finanzkrise. Und wir sind da anderthalb Jahre halt rumgelaufen, haben eine super Geschichte erzählt und hat sich auch bewahrheitet, dass wir wussten, was wir tun. Aber es war sehr, sehr schwierig und das hat sehr geerdet. Ne? Also wenn Unternehmer zu mir kommen und um Investment fragen, weiß ich, was das bedeutet, was sie gerade durchmachen und kann das dann vielleicht ein bisschen besser verstehen als jemand, der das noch nicht so durchgemacht hat, ne? Und einen Quereinstieg gefunden hat und das Geld einfach schon da war. Das hilft natürlich und unser Business ist ja gepflastert mit Fehlentscheidungen und gepflastert mit Misserfolgen. Also wenn du hier kein Optimist bist und nicht nach vorne schaust, ist das nichts für dich, ne? Weil nicht jedes Investment wird gut gehen. Ne? Und nicht jede Entscheidung, die du triffst, wird die richtige sein. Gerade, wie ich gerade erzählt habe mit Otto 1, die du absagst. Also ich habe ein Antiportfolio, damit wäre ich ein super Fonds. Ja, also da würde jeder... Ein Antiportfolio, habe ich auch noch nie gehört. Machen. Klasse. Ja, also das, was ich nicht gemacht habe, hat auch zum Teil sehr, sehr gut funktioniert. Und das muss man halt wissen. Das gehört zum Geschäftsmodell. Da darf man sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, sondern muss seinen Weg gehen und seine Strategie finden, seine Proposition finden und dann halt durchziehen. Ja. Welche Erfahrungen haben denn noch deinen eigenen Mut zur Persönlichkeit geprägt? Also du hast ja einmal über die Erfahrung auch mal mit Missentscheidungen oder auch mal mit Fehlentscheidungen oder so umzugehen, das zu lernen, damit aber irgendwie auch optimistisch zu bleiben. Was gibt es noch so für Erfahrungen bei dir? Ja, wie gesagt, also die Disziplin, die man braucht, um das zu machen, die habe ich durch den Sport. Ich bin hier schon so ein bisschen der Außenminister und so mehr outgoing guy im Team. Die Prägung habe ich, glaube ich, weil ich halt früh Theater gespielt habe und beim Kinderkarneval sehr aktiv war als Sitzungspräsident, Büttenredner oder im Kasperletheater. Deswegen, ich hatte keine Angst, irgendwie auf die Bühne zu gehen, sondern ich hatte Spaß daran. Mhm. Und das hilft natürlich, wenn man mit Gründern redet, wenn man auf Panels sitzt, wenn man irgendwo pitchen muss bei Investoren. Deswegen bin ich dankbar, dass meine Eltern mich da früh irgendwie aufgegleist haben und gesagt haben, komm, der Junge soll sich mal lächerlich machen, weil das ist ja eine große Stärke. Ja, du machst dich nicht lächerlich, Jörg. Naja, also jetzt mal kurz damit, angehalten. Ich meine damit, dass du keine Angst hast. Ne? Genau, dass du dich selber nicht zu ernst nimmst vielleicht auch. Du darfst dich nicht zu ernst nehmen, du musst selber lachen können, dann funktioniert das meistens. Ja? Und da ist Deutschland nicht jetzt ganz weit vorne im Länderranking. Weil unsere Kinder das nicht unbedingt so früh beigebracht bekommen. Ne? Also es ist jetzt in Amerika was ganz was anderes. Ja? Zum Teil übertrieben und auch nicht gut, aber von der DNA ganz anders eingepflanzt. Und das ist sicherlich was mir geholfen hat und was mich geprägt hat. Und ich glaube, Vorbilder. Ja? Also zum Beispiel mein Vater ist ein großes Vorbild, ist ein unglaublich loyaler, unaufgeregter, sehr verbindlicher, verlässlicher Mensch, privat wie auch beruflich, und war von allen seinen Kollegen geschätzt. Also eigentlich ohne Feinde. Ich glaube, das habe ich nicht ganz geschafft. Man hat immer so ein paar Feinde, ist auch nicht so schlecht. Aber eigentlich mögen mich die Menschen, ja, weil das hilft natürlich auch im täglichen Umgang. Und das sind Vorbilder, die du brauchst. Ja? Michael Jordan, ein Riesenvorbild von mir. Ich sitze jetzt im Büro meines Partners, weil hier besseres Licht ist. Normalerweise hängt der Michael Jordan immer hinter mir mit so einem Plakat, wo er die Arme ausstreckt. Auch wegen der Disziplin und wegen
ist der beste Spieler, den es je gegeben hat, aber nicht umsonst. Nicht nur wegen des Talents, sondern vor allen Dingen wegen des Einsatzes und der Disziplin. Ja? Mhm. Und solche Dinge prägen einen, glaube ich. Ja? Also Vorbilder. Meine Trainer, die ich hatte früher, da habe ich nach oben geguckt. Andere Spieler, die älter waren. Überall da, wo mir was gefallen hat, habe ich versucht, mir was abzuschauen, um meinen eigenen Weg zu finden. Und das für mich irgendwie zu übersetzen. Und du musst ehrlich mit dir selber sein. Du solltest dich nicht verstellen. Du solltest so sein, wie du bist, auch wenn es manchmal schwierig ist. Ich bin auch manchmal ein sehr, sehr schwieriger Charakter. Aber meine Mädels, meine Jungs wissen das. Die zucken dann halt manchmal, wenn ich meine 5 Minuten habe, wissen aber auch, dass ich sie dann 10 Minuten später auch wieder in den Arm nehme. Ja? Und das niemals persönlich meine. Ne? Das ist auch wichtig. Niemals irgendwie zu persönlich werden. Ja? Und versuchen, bei der Sache zu bleiben. Ja. Was bringt dich denn total in Rage? Sag mal, mit welchem Charakterzug kannst du so gar nicht? Gibt's da was? Ja, Illoyalität. Kann ich total gut nachvollziehen. Das ist für mich unverzeihbar. Ja, also jetzt beruflich gesehen, ja, wenn mir ein Gründer wirklich nicht die Wahrheit sagt. Das kann schlimm sein, es kann so sein, dass die Firma kaputt geht. Ich habe ein Beispiel, jemand, dem ich mal Geld gegeben habe, noch bei Dumont Venture. Das hat hinten und vorne nicht funktioniert, aber der war immer ehrlich, immer loyal und das ist heute einer meiner besten Freunde. Ja? Und ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Es lag halt am Modell und an vielen anderen Dingen, warum es nicht funktioniert hat. Aber er war immer loyal und das, sowas merke ich mir. Und wenn es nicht so ist, geht es halt in die andere Richtung. Das will man aber nicht erleben. Du kennst dich gut mit Bällen aus. Golfen zum Beispiel, das war da, glaube ich, wo wir uns kennengelernt haben, ne? In 2008. Das war auf der Driving Range, soweit ich mich richtig erinnere. Ja, da liefst du auf einmal auf. Ne? Und ich dachte, wo willst du denn hin? Nach Düsseldorf auf die Köhe oder zum Golfspielen? Oh, das ist ja gemein. Du, das ist halt so, wenn man keine Erfahrung hat im Golf, weißt du, da weiß man auch nicht, was man anziehen soll, ne, das ist halt, und bis heute habe ich ja kein Handicap, also ich spiele ja gar kein Golf, ich war halt immer, ich liebe nur einfach diesen Abschlag, ne, das finde ich super, und Putten mag ich auch gerne, da brauchst du ja keine Platzreife, aber hast du ein Handicap? Ja, ich habe ein Handicap. Welches? Willst du verraten? Das spielt hier nicht zur Sache, naja, denke ich. Okay, man spielt einfach, weil man es gerne tut. Nee, mein Handicap ist 5,9, aber... Piu. Ja, aber das hat nichts zu sagen, das spiele ich nie. Okay, das war jetzt gerade so ein bisschen so meine Entscheidung innen drin. Okay, spiele ich irgendwann mal mit Jörg Golf? Ich weiß noch nicht genau. Ich muss erst mal ein bisschen was üben. Das ist das Schöne am Golf, ist, dass ja jeder mit jedem spielen kann, ohne dass es dem anderen wehtut. Im Gegenteil. Also du lernst viel, wenn du mit besseren Golfern spielst. Und da hat eigentlich jeder Verständnis. Und jeder hat Verständnis, weil jeder hat mal angefangen und macht das gerne. Und wenn es zu lange dauert, dann sagen die guten Golfer, jetzt nimmst du den Ball mal auf und jetzt gehst du mal ein bisschen spazieren und guckst uns mal zu. Und beim nächsten Loch versuchen wir es nochmal. Also alles halb so wild und das Bier danach schmeckt auch immer gut. Insofern ist es für mich sehr meditativ, das Golfen. Ja, weil mein Tag hier sehr aufregend ist und dann gehe ich halt abends auch nur so ein paar Löcher manchmal mit dem Hund und für mich und dann komme ich gut zur Ruhe. Ja, weil dieser kleine Ball in dieses kleine Loch, das beschäftigt mich dann sehr und ich denke an nichts anderes mehr und das hilft, zusätzlich zur morgendlichen Meditation. Ja, du meditierst morgens? Ab und zu. Ist das? Okay. Ja, das machen erfolgreiche Menschen so. Das habe ich schon öfter gehört. Aber du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, Jörg. Also du sagst viele wichtige Sachen, aber das war jetzt wirklich Lerne von den Besten. Ne? Also schnapp dir halt einen guten Golfspieler, der dir Golfspielen zeigt. Das ist nämlich auch meine Devise. Wenn es Sachen bei mir zum Beispiel gibt, ne, wo ich nicht weiterkomme, dann frage ich einfach die Besten in dem Bereich. Also, weißt du, weil das ist zum Beispiel auch sowas, sich nicht zu schade sein, dann auch zu fragen. Ne? Weil, guck mal, wenn ich mir das jetzt selber beibringen würde, ich habe das zum Beispiel jetzt gemerkt, als ich letzte Tage war ich mit meinem Cousin, saß ich bei ihm in der Küche und ich habe dann irgendwie sehr spät abends meine Ukulele rausgeholt. So, ich lerne die ja jetzt gerade. Ich kenne gerade mal 5 Akkorde und er spielt extremst gut Gitarre. So, und er hat dann mit der Gitarre Lieder gespielt und ich habe einfach mitgemacht. Hör mal, das ging ab wie Schmitz Katze. Auf einmal konnte ich, wenn nicht, 3 Upgrades hatte ich auf einmal. Ja, ich war nicht mehr in meiner Lektion bei Musician Level 3. Ich war auf einmal 6 oder 7 oder so. Einfach nur, weil ich mich an ihm orientiert habe.
Und es war ein Knaller. Deswegen lerne von den Besten. Das war jetzt gerade noch die Anekdote, weil die ist mir echt eingefallen. Also wenn ich dich mal auf dem Golfplatz sehe, Jörg, werde ich ganz selbstbewusst auf dich zustapfen und sagen, zeig mir, wie man die Bälle schwingt hier. So, richtig, sehr gut. So, sag mal, du hast dich ja auch in den letzten Jahren verändert. Wie gesagt, wir kennen uns ja seit 2008 und ich habe dich damals auf vielen Netzwerkveranstaltungen und auch so Konferenzen und so ja auch gesehen. Du hast früher auch Anzüge getragen und die Anzüge, die gibt es bei dir irgendwie gar nicht mehr. Du bist so richtig locker, floggisch bist du jetzt da unterwegs. Erzähl mal, wie hast du so auch in den letzten 10 Jahren, guck mal, du wurdest ja in 2011, wurdest du ja auch als Investor des Jahrzehnts ausgezeichnet. So die letzten 10 Jahre, wenn du es Revue passieren lässt, wie hast du dich da gewandelt? Puh, das ist immer aus der eigenen Perspektive schwer zu sagen. Ja, das stimmt. Wenn man sich jeden Tag sieht und das gar nicht so mitbekommt, dann muss man eher natürlich Außenstehende bitten, mal eine Meinung abzugeben. Ich hoffe, in den Grundwerten nicht allzu sehr. Die sollten irgendwie stabil sein. Aber in vielen Bereichen lernt man halt jeden Tag so viel dazu, dass man bestimmte Dinge nicht mehr so macht, wie man sie vielleicht mal gemacht hat. Und das mit den Anzügen, okay. Ich habe Anzüge noch nie gerne getragen, aber ich war mal Berater und da musste ich halt jeden Tag einen Anzug anziehen. Und das war am Anfang im Venture Capital, als ich angefangen habe, auch noch gang und gäbe. Die hatten gute Stoffe, italienische, leichte italienische Stoffe mit Einstecktuch, ohne Krawatte. Ne? Also schon eher Investmentbanker-Style. Aber ich habe eigentlich von Anfang an gesagt, das ist eigentlich nicht das, zumindest für das ich stehen möchte und für den Bereich, in dem ich aktiv bin. Wenn man Investmentbanking oder Private Equity in spätphasigen Unternehmensphasen halt macht, dann ist das okay, wahrscheinlich. Muss man heute auch nicht mehr machen, ist alles nicht mehr so wild. Aber damals habe ich gesagt, ich will eigentlich eher mit dem Gründer auf Augenhöhe sein. Und wenn die im Anzug kamen und gepitcht haben, habe ich immer gesagt, warum hast du denn deinen Kommunionsanzug rausgeholt? Der sitzt auch nicht mehr richtig. Wenn du pitchst und wenn du dich vorstellst, fühl dich so wohl es geht. Zieh dich so an, dass du dich wohlfühlst. Dann bringst du deine beste Leistung. Und das habe ich ja natürlich auch dann für mich als Credo genommen und gesagt, okay, ich fühle mich im T-Shirt und in Jeans und Sneakern viel, viel wohler, als jetzt im Anzug da zu sitzen. Es gibt Occasions, da ziehst du einen Anzug an. Klar, das hat auch mit Respekt zu tun und mit gesellschaftlichen Zwängen, sage ich mal. Aber ich versuche das eigentlich, soweit es geht, auszuhebeln, ja, und mich einfach so zu geben, wie ich bin und so, wie ich am liebsten rumlaufe. Ja, das ist aber nur ein kleiner Punkt. Ich habe auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren eine Reise gemacht, was es heißt, abzugeben und noch bessere Leute dazu zu holen und Talent zu akquirieren, weil das hat dann mit dem Erfolg zu tun. Ich habe halt angefangen bei Dumo Venture ganz alleine als GP, als General Partner. Habe da ein schönes, nettes Team hier aufgebaut, hatte dann die Idee zu Capnemic und habe überlegt, das kannst du nicht alleine machen, musst du dir jemanden dazu holen. Das war dann die beste Entscheidung meines Lebens, was business-seitig passiert ist. Da habe ich den Christian Siegele überzeugen können, dass er das mit mir macht. Und das ist mein kongenialer Partner. Der hat alles das, was ich nicht habe. Und das, was ich habe, hat er zum Teil nicht. Und wir ergänzen uns super. Aber vor allen Dingen stehen wir uns nicht intern oder extern im Weg und sind eitel, sondern die Meinungen werden gehört, die Argumente werden ausgetauscht, am Ende wird eine Meinung nach außen getragen und nach innen getragen und das funktioniert komplett reibungslos, sowas kannte ich bis dahin nicht und das hat mir gezeigt, okay, das musst du weiter treiben. Heute sind wir 4 Partner, sehr viel mehr Unternehmer, die mit uns zusammenarbeiten, die ich eingeladen habe, bei uns zu investieren, weil ich gesagt habe, du musst das Ganze hebeln, so gut es geht, eigentlich dein Punkt. Ich kann mich ja nicht selbst skalieren und ich kann auch vor allen Dingen relativ wenig. Ich kann ein bisschen was, also muss ich die anderen Bereiche so gut wie möglich abdecken. Und deswegen ist Netzwerk das A und O, nicht nur bei uns in der Branche, sondern eigentlich für jeden. Und jeder, der das verpasst und sich nicht irgendwie einlässt auf andere Menschen, der verliert halt was. Das ist seine Entscheidung, kann er machen, aber er nimmt sich Reichweite und Hebel. Ja, und das ist das, glaube ich, was ich am meisten gelernt habe in Netzwerk. Ja. Netzwerk-Power, das ist wohl wahr. Das ist so die Superkraft, die einen nach vorne katapultiert. Ne? Das stimmt, das stimmt. Und jetzt nochmal so nochmal 10 Jahre zurück und nochmal 10 und vielleicht nochmal und nochmal 10. Was wolltest du denn mal als Kind werden? Als Kind wollte ich Tierarzt werden. Ah, hör auf.
Echt? Ja, aber das glaube ich nur, weil ich da Daktari geguckt habe oder so. Ich weiß es nicht. Das war auch nur eine kurze Phase. Dann wollte ich natürlich Mittelstürmer beim 1. FC Kölner werden. Mm. Und vor allen Dingen, als ich dann ein bisschen reifer wurde und gesehen habe, was es so alles gibt, wollte ich unbedingt Manager des 1. FC Köln werden. Und da habe ich mich dann auch zweimal beworben. Einmal direkt nach der Schule, war vielleicht ein bisschen früh, kam auch keine Antwort. ist jetzt nicht schlimm, glaube ich. Haben sie als Spam quasi wahrscheinlich in den Müll geworfen. Und dann nochmal, wann war das, nach der Uni? Da kam dann eine Antwort, aber dass meine Skills nicht ausreichen würden und meine Erfahrung im Fußballbusiness, das ist ja auch fair. Aber das wollte ich wirklich mal werden, weil ich gedacht habe, diese Idioten, was sie da machen, das kann ich auf jeden Fall besser. Hat sich das geändert, die Einstellung? Oder? Ja, der Alex Werle, den kenne ich jetzt, der macht einen guten Job, Okay. Sobald ich das beurteilen kann. Ja, heute wäre es mir sogar zu eindimensional. Ne, heute würde ich es nicht mehr machen wollen. Ne? Mhm. Und vor allen Dingen auch hier in Köln nicht. Damals war mir nicht so klar, welche Power diese Yellow Press hat und wie so Meinungen sich verändern können und wie da zum Teil auch ja, völlig zu Unrecht auf Leute eingeschlagen wird. Und dann macht das Leben, glaube ich, weniger Spaß. Ne? Deswegen habe ich auch damals die Anfrage der Höhle der Löwen in einer Millisekunde abgelehnt und habe gesagt, das mache ich nicht. Haben dich gefragt, ob du einer der Juroren bist, genau. Sozusagen. Ja, weil da habe ich gesagt, das ist nicht mein Ding. Ich bin zwar gerne auf der Bühne zu Fachthemen und so weiter oder bin in Hörsälen und mache für die Studenten Vorträge und so, aber ich möchte ja nicht öffentlich bekannt sein. Ich glaube, das ist ein Druck, der mir nicht gefallen würde. Und auch, weiß ich nicht, ich habe dann vielleicht auch Themen, die gehen die Öffentlichkeit auch gar nichts an. Ja, das ist halt immer so ein bisschen die Gefahr natürlich, aber wobei ich dann auch sage, naja gut, also ich könnte mir das sehr gut vorstellen, dass du da in so einem Sessel sitzt mit TJ auf deinem Schoß, also TJ würde da auf jeden Fall die Show rocken, würde ich sagen. Ja, ich wäre ein bisschen wie Blofeld bei James Bond, dann würde dann TJ streicheln und Entscheidungen treffen, kann sein, ja. So, jetzt war gerade die Akustik so ein bisschen, aber ich glaube, jetzt haben wir uns wieder. Du sag mal, apropos TJ, wenn sie dir einen Rat geben würde in Sachen Persönlichkeit, welchen Rat würde TJ dir geben? Die würde mir auf jeden Fall den Rat geben, bleib noch entspannter, gelassener und ruhiger in manchen Situationen. Ja. Und streiche mich einfach noch ein bisschen. Denk vielleicht noch einmal nach, bevor du agierst. Mache ich schon öfter, aber geht noch besser, glaube ich. Und welchen Rat würdest du? Sie ist das gechillteste Lebewesen, was ich kenne. Und da gucke ich mir auch viel von ab. Ja, also sie lässt sich wirklich nicht aus der Ruhe bringen. Und das ist, glaube ich, ein unglaubliches Asset. Sag mal, gründen ohne Mut zur Persönlichkeit, geht das überhaupt erfolgreich? Erfolgreich? Ich würde sagen, nein. Meine Meinung ist klar, nein. Ja. Sag mal, welche Geschäftsideen verändern denn unsere Welt zum Besseren? Also in welchen Bereichen, sag ich mal, hast du jetzt auch deine Augen geöffnet und sagst, okay, das ist das, was wir echt brauchen und das will ich mehr sehen? Ja, also wir haben gerade investiert in EdTech, ne? Also Educational Tech. Und da glaube ich, kann noch viel passieren. Ja, also nicht nur, dass unser Schulsystem, glaube ich, verkrustet, alt und nicht mehr standesgemäß ist, die Fächer nicht mehr die sind, die Kinder eigentlich lernen sollten, zumindest nicht alle, glaube ich, dass das halt das A und O ist, weil wer soll unsere Zukunft sichern, wenn nicht die Kinder und die Studierenden und die Leute, die nachkommen? Und die müssen extrem gut ausgebildet werden, die müssen mit den neuen Herausforderungen umgehen können. Und das kriegen sie im Moment nicht beigebracht, auch technologisch nicht beigebracht oder nicht frühzeitig beigebracht. Deswegen ist das ein Thema, was mich durchaus interessiert und wo ich halt auch viele Chancen sehe und wo wir gerade noch eine zweite Firma uns anschauen. Das ist auf jeden Fall ein Feld. Dann Health Tech, also der Gesundheitsmarkt, der ist auf jeden Fall etwas, was die nächsten 5 bis 10 Jahre sehr stark Veränderungen
nach sich ziehen wird, zum Positiven meines Erachtens. Also es wird eine schnellere Diagnose geben, es wird wahrscheinlich genauere Diagnosen geben. Der Umgang mit den Krankheiten wird hoffentlich sehr viel besser, sehr viel klarer, sehr viel transparenter. Also das finde ich auch sehr, sehr interessant. Natürlich, Sustainability treibt uns alle rum, ja, und wir gucken auch nach Investments, die halt uns helfen, erstens diesen Planeten noch länger als Wohnfläche zu behalten, wie aber auch irgendwie der Umgang miteinander vielleicht verbessert werden kann. Ja, also am Ende des Tages, deswegen sage ich, wie ich am Anfang gesagt habe, ist jeder Tag so aufregend, weil ich so spannende Ideen vorgetragen bekomme, die ich zum Teil noch gar nicht gesehen habe, die mir dann erst die Augen öffnen und Märkte komplett verändern und disruptieren. Und das ist halt ja, begeistert. Und wenn dann noch besondere Menschen das Ganze antreiben, den du ansiehst, dass sie das on purpose machen, dass sie dafür brennen, ja, dann ist es ein leichtes, sich da irgendwie für zu begeistern. Ja. Ja, das, ich meine, du kriegst ja wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Einladungen zu Konferenzen, zu Podcasts und hast du nicht gesehen. Ich glaube, wenn du erkennst, da brennt was, dann kommst du, da machst du mit, ne? Das ist dann so, ne? Da sagt der Jörg, yo, ich unterstütze das. Aber wie erreicht man dich denn am besten, wenn man jetzt ein Startup ist und dir unbedingt eine Idee pitchen will? Welcher Weg ist da der beste? Stalken wäre wahrscheinlich eine schlechte Idee. Kommt drauf an. Also es gab schon Leute, die haben mir Basketbälle geschickt, wo der Pitch drauf war, weil sie gesehen haben, dass ich halt Basketball liebe. Okay. Dinge, weil sie gesehen haben, ich bin ein großer Supporter. Aber das ist nicht notwendig. Jeder Deal, der hier zu uns kommt, über welchen Kanal auch immer, kommt in unsere Datenbank und wird von einem Deal-Team, also sind immer zwei Leute von vier Augen, wird es angeschaut. Natürlich, wenn man einen direkten Draht zu mir hat, wenn man jemanden kennt, der mich kennt, den man bittet, kannst du dem das mal zeigen, ist es vielleicht eine Beschleunigung, ne? Und man kommt schneller irgendwie zum Zug. Deswegen empfehle ich den Gründern auch immer, geht über warme Leads, ne? Geht nicht komplett kalt rein, dann dauert es länger, du musst dich von unten hocharbeiten. Schaut mal, wen ihr kennt aus dem Netzwerk, wer es vielleicht empfehlen kann, weil eine Empfehlung ist immer was anderes als hier, lies es dir mal durch, ne? Also, aber wir haben halt über die Webseite, gibt es ein Formular, wo du dich bewerben kannst bei uns, du kannst uns E-Mails schicken, du kannst über Twitter, Instagram, Facebook, du kannst über alle Kanäle gehen, die man sich vorstellen kann. Man kann uns direkt ansprechen auf Konferenzen. Man kann auch klingeln, ja. Wir machen auch auf. Deswegen, also das ist noch nicht oft vorgekommen, dass jemand geklingelt hat und gesagt echt hat, nicht. Ich pitch euch mal was. Noch nicht. Fällt mir gerade also, ein. Ja. Müsste mal einer machen. Wahrscheinlich ist aber dann kein relevanter Investmentmanager da und man pitcht dann irgendwie dem Hausmeister. Aber auch gut, ja. Mega. Also in Minute 42 hat Jörg Windbrugger gesagt, kommt vorbei und klingelt an der Tür. Okay, vergesst das wieder. Don't call us, we call you. Ja. Ja, genau, genau. Schön. Aber was machst du denn mal am liebsten, wenn du nicht arbeitest? Naja gut, der Begriff Arbeit gefällt mir nicht. Ne? Ja. Also ich arbeite ja nicht. Ich arbeite nicht. Also deswegen, ich weiß ich nicht. Ich lebe halt mein Leben und mache die Dinge, die mir Spaß machen und erledige die Dinge, die erledigt werden müssen. Und deswegen, also weiß ich nicht, was mache ich? Also du hast ja gesagt, ich spiele gerne mal Golf, ich gehe auch ins Fitnessstudio. Also ich versuche mich körperlich zu betätigen, ich spiele Klavier, so wie du Ukulele und hau mal so eine halbe Stunde ein bisschen was raus. Tut gut, ne? Boah, das tut so gut, oder? Gut. Nach so einem Tag. Ich singe dann auch schlecht mit. Singst du dabei? Ja, ich singe immer mit. Ne? Also das Klavier spiele ich nur zur Begleitung. Ne? Ich singe. Nein. Ja. Das ist ja mega. Ja. Das müssen wir mal zusammen machen, Jörg. Also das machen wir doch mal. Jetzt mal ernsthaft. Das ist doch der Hammer. Du Ukulele, ich Klavier, oder was? Nee, singen, Klavier. Und vielleicht noch Ukulele, Klavier und singen. Können wir alles machen. Hör mal. Das war Minute 43, 55. Ja. Machen einen neuen Karnevalssong. Ja. Wie gesagt, und ansonsten versuche ich mich halt sozial, so gut es geht, sozial irgendwie zu engagieren und Dinge zurückzugeben. Ich bin auch politisch interessiert, aber es fällt mir schwer, mich da festzulegen. Es ist auch, glaube ich, nicht so einfach in meiner Rolle. Will ich nicht. Gut, ehrenamtlich mache ich hier und da noch was. Ich versuche mich bei Universitäten irgendwie einzubringen, weil ich, wie gesagt, sage, wir brauchen gutes Talent und frische Köpfe. Ja, und dann ist der Tag auch schon rum meistens. Ne? Wenn ich dann mal nach Mailand muss zum FC, dann habe ich genug gemacht.
das müssen wir erstmal mit deinem Kalender abstimmen auch, ne? Deswegen, vielleicht hat es deswegen auch noch nicht geklappt. Deswegen musst du dir jetzt ein bisschen mehr Platz schaffen, damit das funktioniert. Weiß ja, die wissen schon, dass ich da mir Platz machen würde. Okay, na gut, na gut. Sehr schön. Aber ich finde, ganz ehrlich, Jörg, du bist unglaublich erfrischend. Und vor allem finde ich es halt so schön, dass in dieser harten VC-Branche, wie sie ja oft auch rüberkommt, ein so großes Herz auch Platz hat und ja einfach auch unsere Zukunft mitgestaltet als Brückenbauer sozusagen oder auch als Türöffner. Also Jörg, ich finde es Bombe und weiter so mit Herz und Gefühl. Ne? Also das war jetzt kein Abschied, wir machen weiter, aber das musste an dieser Stelle mal gesagt werden. Ne? Zwischen Remark war das, ja. Ja, so ist es. Ne? Nehmt so hin, ja, ohne Kommentar. Ja. Richtig, genau. Du, es kommt ein kleines Feuerwerk. Ich weiß nicht, ob du schon die ein oder andere Folge gehört hast. Und da ist es so, dass ich dir was entgegenpfeffere und du kannst relativ kurz antworten. Okay, bist du bereit? Ja, bin bereit. Gut. Also, Berge oder Meer? Meer. Anzug oder Shirt? Shirt. Sneaker oder Badeschlappen? Beides geil. Karneval oder Fußball? Beides geil. Am besten erst das Spiel und dann zur Sitzung. Okay. Oder in die Kneipe, noch besser als Sitzung wahrscheinlich. Alles kombinieren. Eisbecher oder Proteinshake? Boah, am besten Proteinshake mit einer Kugel Eis. Okay, mega. Macher oder Beobachter? Macher. Okay. Siehst du, du hast das Feuerwerk super überstanden. Ist doch gar nicht so. Das war schon. Das waren aber extrem einfache Begriffe, wo ja. Ne, oder? Ja, ja. Und klar war, wie man antworten muss. Ne? Ja, ja. Es geht nämlich darum, das Gehirn ein bisschen aufzurütteln, weil die Frage, die jetzt kommt, die hat so ein bisschen in sich. Mhm. Und zwar, wenn du dir einen Stuhl aussuchen könntest, auf dem du Platz nehmen kannst, welcher wäre das und was würdest du als erstes tun? Mit Stuhl meinst du Position? Ja. Du, da habe ich schon die unterschiedlichsten Antworten gehört. Ganz interessant. Ja? Mhm. Also was will ich jetzt tun? Boah. Zum Beispiel Manager des FC Köln will es ja nicht mehr werden. Das ist ja jetzt da so eindimensional. Da wüsste ich vor allen Dingen nicht, was ich als erstes tun soll. Ja? Nee, echt nicht? Uiuiui. Also da du ja gesagt hast, ich bin so Kölner-Fan, also ich würde mich wahrscheinlich mal eine Woche auf den Oberbürgermeisterstuhl setzen und würde hier mal ordentlich aufräumen. Ja? Was würdest du als erstes machen? Ich würde die Bürokratie abschaffen im technischen Rathaus wahrscheinlich. Ja, ja. Weil das ist ja alles so kompliziert und dauert so lange und es geht nichts nach vorne. Ich glaube nicht, dass die Oberbürgermeisterin alleine daran schuld hat oder überhaupt vielleicht daran schuld hat, sondern dass es an sehr vielen anderen Ecken knarrt. Mhm. Aber da würde ich halt gerne mal rein, ja, weil das kapiere ich nicht. Ne? Das ist genauso wie mit so Elternabenden in der Schule. Das kapiere ich auch nicht, was die sich da tot diskutieren. Wo ich sage, bei mir dauert so ein Meeting 12 Minuten. Ne? Und da dauert das 3 Stunden. Und da kommen immer wieder die gleichen Fragen. Und ich sehe ja auch, wie die Lehrer so langsam verzweifeln. Ne? Und dann kommt die Wahl zum Elternpflegschaftsvorsitzenden und alle gucken nach unten, genau wie die Schüler, wenn sie eine Frage bekommen, die sie nicht beantworten können. Und keiner ist bereit, was zu tun. Aber davor stellen sie halt total blöde Fragen und tun so, als ob sie alles interessieren würde. Das mag ich nicht. Ne? Das ist ignorant irgendwie. Ja. Also, ja gut, jetzt bin ich vom Thema abgewichen, sorry. Nö. Spannende, auf jeden Fall ein sehr spannender Stuhl der Oberbürgermeisterin. Also, wer weiß, was alles noch so passiert war. Ist so, sag niemals nie. Ne? Ja. Also, das war dann in Minute 48, weißt du? Sehr schön. Hör mal, jetzt kommt die Frage aller Fragen jetzt für mich natürlich auch so ein bisschen, muss man sagen. Und zwar, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit? Die Welt braucht Mut zur Persönlichkeit, weil ohne Mut zur Persönlichkeit gibt es keinen Fortschritt, gibt es keine Innovation und gibt es keine Veränderung, die notwendig ist. Es bedarf immer besonderer Menschen, um das anzutreiben. Ja, das war mit der Glühbirne so, ja, und das wird mit der nächsten großen Erfindung, nicht, dass die Glühbirne die letzte war, genauso sein. Und das ist auch mein Business, ne? Also in Persönlichkeiten zu investieren. Wenn ich keine Persönlichkeiten mehr hätte,
dann wäre ich arbeitslos und hätte nichts mehr zu tun und wäre vor allen Dingen verzweifelt, was unsere Zukunft angeht. Ja? Insofern bin ich halt ein Fan von dem Podcast, auch wenn ich nicht viel gehört habe, alleine vom Thema begeistert mich das total und fällt genau in mein Beritt. Und deswegen bist du auch hier und ich danke dir, Jörg, ganz, ganz herzlich für deine Impulse, für deine Inspiration, für deine Kraft, für dein Herz. Ich danke dir ganz herzlich, dass du ja so offen alle Fragen auch beantwortet hast. Du hast ja wirklich alle mitgenommen und auch vorher so gut wie nichts gewusst. Also ich danke dir. Ganz schön. Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Auch wenn ich nicht Catherine heiße, sondern Shirin, aber das ist immer so, weißt du, ich habe das selber auch. Habe ich Catherine gesagt? Ja, aber das sagst du öfter, das ist nicht schlimm. Also hab mittlerweile ich öfter Catherine zu dir gesagt? Ja. Aber vielleicht solltest du mal überlegen, vielleicht ist das auch ja. Ganz geil eigentlich. Ne? Ja, natürlich. Ich habe letztens noch mit einer Catherine zusammengearbeitet, ich finde den Namen schön. Ja. Weißt du, für dich bin ich Catherine, das ist überhaupt kein Problem. Aber für manche Shirin bin ich ja. Natürlich, also für so einen Kölner ist Shirin so ein bisschen wie Chantal und Jacqueline, das ist auch was Schönes. Ne? Also Shirin mag ich auch. Also ab sofort nur noch Shirin, kein Catherine mehr. Aber ich kann dich auch in Schutz nehmen, weil ich habe das ganz, ganz stark mit Namen, und zwar Jens und Sven. Ich weiß nicht warum, aber die muss ich immer vertauschen. Das ist wie Alex und Axel. Das ist wirklich wahr. Da habe ich Schwierigkeiten. Aber das sage ich einfach und dann ist das okay. Ich meine es auch nicht böse. Wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich meine nichts persönlich. Ne? Nein. Also, Catherine sagt Tschüss. Ich danke dir, Jörg. Ich sage auch Tschüss und ich danke dir. Danke dir für das Interview. Und auch euch danke. Ich danke euch, dass ihr wieder zugehört habt. Und ja, zeigt Persönlichkeit, seid mutig, eure Shirin. Hol dir deine Portion Mut zu Persönlichkeit. Alle Folgen zum Podcast findest du unter www.mutzupersönlichkeit.de als Video bei YouTube und bei eingängigen Podcast-Diensten.